diesem wunderbaren Saal 2. Der nächste Vortrag ist die nicht erzählte Geschichte der Flucht von Edward Snowden aus Hongkong und wie ihr helfen könnt, wie ihr den Flüchtlingen helfen könnt, die sein Leben gerettet haben. Wir haben drei Vortragende hier. Lena Rohrbach ist von Amnesty International Deutschland, Experte für Human Rights, für Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Dann ist hier Sönke Iversen. Er ist Vorsitzende von der Investigative Research Unit vom Handelsblatt für Missmanagement und Korruption. Und dann Robert Tibble, ein Menschenrechtsanwalt aus Hongkong, und er war auch einer von Edward Snowdens Anwälten und ist immer noch in Kontakt mit ihm. Und bitte einen großen Applaus für alle drei Vortragenden. Thank you. Hi everyone. Vielen Dank. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, sehr schön. Mein Name ist Lena und ich arbeite für Amnesty International in Deutschland und es geht um Menschenrechte im digitalen Zeitalter und ich erkläre gleich, was das ist. Aber dazu gehört Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit und Recht auf Privatsphäre. Und die werden von Massenüberwachung eingeschränkt und auch bedroht durch übermäßige Überwachung werden diese Rechte immer weiter eingeschränkt. Und Amnesty gehört auch zu der Kampagne Snowden. Wir hören zuerst über Snowdens Situation in Russland und dann über seine Flucht aus Hongkong und über die Flüchtlinge, die ihm geholfen haben. Und ich sehe, dass es doch viele interessiert hier und es ist eine wirklich faszinierende Geschichte später. Und das ist allerdings nicht mein Teil, sondern von den anderen. Und der interessante Teil der Geschichte ist die Diskussion über Flüchtlinge und Asyl. Und das ist eben nicht eine anonyme Masse, sondern die sind natürlich auch eine Kraft, die eine Veränderung bewirkt. Aber wir fangen erstmal mit der Situation von Snowden an. Wie ihr wisst, hat Snowden seine Geheimdienstdokumente Journalisten gegeben. Und es geht um globale Massenüberwachung. Und seine einzige Motivation hierfür war, wie er selbst gesagt hat, die Öffentlichkeit zu informieren über das, was in ihrem Namen gemacht wird und gegen sie gemacht wird. Und die US-Regierung hat ihn als Verräter bezeichnet und dass er die nationalen Sicherheitsinteressen der USA schwer geschädigt hat. Hier ist seine aktuelle Situation. Er war auf dem Moskauer Flughafen im Transit und bekam ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht. Und die US-Behörden haben sein Passwort ungültig gemacht, sodass er nicht mehr in andere Länder reisen konnte und nicht mehr, wo er wollte, Asyl beantragen konnte. Zum Beispiel Venezuela, Bolivien und Nicaragua. Er durfte in Russland bleiben bis zum August 2017. Und danach könnte es noch verlängert werden oder auch nicht. Und das kann man noch nicht sagen heute. Also warum geht er nicht einfach nach Amerika zurück? Obama glaubt vielleicht, dass er das tun sollte. Oh, es funktioniert gerade nicht. Also kein Problem mit dem Strom hier. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Ich wollte ein Video zeigen. Und ich glaube, aus Umweltgründen solltet ihr die alten Computer nicht zu früh wegwerfen. Und deswegen habe ich einen alten Mac und der hat halt ein Problem mit der Batterie.
It's a short intermission. Nice, isn't it? Oh, but yeah. Very good. Thanks okay. for giving me such a great cue. So, vielen Dank für diese tolle Überleitung. Ja, was ist jetzt? Warum? So, und alle mitmachen die Jeopardy-Wartemelodie. Das braucht jetzt einen Moment, weil er sich komplett neu hochfahren muss und das ist halt einfach total alt. So, the computer is rebooting okay, now. I'm sorry, the computer is rebooting. As I said, it's a pretty old one. Ja, der Computer bootet neu, der ist ziemlich alt, aber während ich warte, könnt ihr was machen. Außer singen, das ist ganz toll. Aber es gibt Stifte und Papier bei den Mikrofonen. Und bitte die verteilen, sodass jeder einen Stift und ein Blatt Papier hat. Einfach nur Papier. Und ich sehe, das funktioniert mit dem Papierverteilen. Ich hoffe, ihr kennt alle die 621-Regel. Sechs Stunden Schlaf, zwei Mahlzeiten und eine und einmal duschen. Jeden Tag. Jeden Tag, ja? Ja? Und wer folgt dieser Regel? Bitte mal melden. Ja. Und alle, die das nicht gemacht haben, dann wisst ihr schon, warum ihr euch nicht meldet. Einige haben Witze darüber gemacht, oh, sechsmal duschen am Tag, das ist ein bisschen viel. Und nur zwei Stunden Schlaf und eine Mahlzeit, das funktioniert nicht. Ich bin schon völlig fertig. So, da blinken Lichter. Und ich hoffe, jetzt funktioniert es wieder. Okay. You're doing a great job. Noch ein paar Minuten. Aber er macht das echt gut. Er macht das ganz toll. Einen großen Applaus bitte für den Stage Manager. Vielen Dank. Das ist wirklich schön, wenn sowas passiert. Ja. Ich mag's. Ich mag dein. So, das ist ein Bild aus Südafrika an einer Gedenkstätte für die Apartheid und den Kampf gegen die Apartheid. Und Südafrika, ja. Hatte ich auch gedacht. Habe ich sofort erkannt. Hm. Ich will mich nicht darüber lustig machen, aber ja. Okay, ja, aber du kannst das ruhig machen hier. Kein Stress. Wir haben einen engen Zeitplan, aber ich weiß schon, wann ich solche Witze machen darf. Es ist die letzte Präsentation vor der Pause und naja, ich werde bestimmt noch ertränkt hier oder. Vielleicht wäre es gar nicht so schlimm. Ja, nicht ertrinken, aber. Well, I could show resistance at the first. Well, don't go there, I think. Nein, nein, wir reden lieber nicht darüber. Ja, ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt extra so. Another thing is, noch was? Ich glaube, wir haben nicht nur diese drei hier. Also, soweit ich sehen kann. Wer vielleicht auch noch hier dabei ist. Einige haben vielleicht schon erkannt, dass es etwas hier in dieser Ecke passiert, wo all die Technik aufgebaut ist und dass da neues Equipment noch aus einem anderen Raum rübergeschoben wurde. Aber das sind, glaube ich, genug Hinweise jetzt für die meisten. Also ist das hier Holz oder Stein? Ich bin ganz hypnotisiert von diesem Bild. Bitte noch einen Witz. Also wenn jemand noch reden kann, dann habt ihr noch viel zu viel Verarbeitungsleistung übrig. Also noch was. Ganz leise im Kopf eine Zahl zwischen 1 und 10 ausdenken. Nicht sagen, nur ganz leise. Und dann mit 9 multiplizieren, mit 9 multiplizieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann die
beiden Ziffern addieren, also bei 23, 2 plus 3 ist 5 und dann durch 5 teilen und dann, oh nein, nicht dividieren, sondern 5 abziehen. 5 abziehen. Und jetzt das Alphabet durchzählen und A ist 1, B ist 2, C ist 3, D ist 4 und so weiter und so fort. Und jetzt diesen Buchstaben, den ihr jetzt habt, ganz leise in eurem Kopf ein Land überlegen, was mit diesem Buchstaben anfängt, das an Deutschland grenzt und eine Frucht Dänemark und Datteln oder Dutch und Drachenfrucht. Ja? Nein? Vielleicht verrate ich euch nachher das Geheimnis, wie es geht. Aber ich glaube, Obama ist jetzt fertig. Er will nicht reden, er will nur ein bisschen verärgert gucken. Und tja, ich weiß nicht, was hier passiert. So, Copy Wrongs 2.0 war gerade vor 2 Stunden und vielleicht kannst du zusammenfassen, was er gesagt hat. Das Problem ist, ich habe noch mehr Videos hier drauf und es tut mir wirklich leid. Es war, ja, und das war das Schlimmstmögliche, was passieren konnte. Dass mein Computer für ein paar Sekunden ohne Strom ist. Und ja, vielleicht kriegen wir das später noch hin. Es tut mir wirklich leid. There's some chit-chat around. We're going to continue in a little bit. Oh, sie wird noch unten etwas diskutiert. Es geht gleich weiter. Nun, es wird wieder gesungen im Saal oder gepfiffen, zieht sich etwas hin. Gibt wieder wahrscheinlich technische Probleme dort unten. Jetzt geht's. Okay. Good evening. Guten Abend. Thank you for coming. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen. Ich bin investigativer Journalist beim Handelsblatt. Ich wurde in Hamburg geboren, habe die meiste Zeit meines Lebens hier verbracht. Handelsblatt ist like the deutsche Financial Times. Since 2012 we founded at Handelsblatt an investigative research unit. Und in 2012 wurde eine investigative Abteilung gegründet. Of my paper at least. And so we cover mismanagement, fraud, corruption. Wir behandeln Korruption und viele andere Dinge. And about a year ago, vor ungefähr einem Jahr the story of Edward Snowden, kam ich zur Erkenntnis von über eine Geschichte von Edward Snowden, über die ich vorher nicht gehört hatte. Ich habe gedacht, dass alles bisher erzählt wurde über Edward Snowden, aber ein großer Teil wurde bisher nicht reportiert. Und ich bin heute Abend hier, um darüber zu erzählen. Edward Snowden's life and for who have for 3 years remained completely silent. Über
Engel, die Edward Snowden geholfen haben. Ich werde keine Namen nennen. Diese Leute haben Edward Snowden faktisch das Leben gerettet. They have remained silent and they're in big trouble. So most of you, I assume, have seen die meisten von euch haben diesen Film gesehen, Citizen Four. Das ist ein sehr guter Film. And again, you would assume that the documentary about und ihr würdet annehmen, came who he was and told the world about us, would also was aus dieser Film erzählt, was aber es fehlt doch was in diesem Film. Zwei Wochen fehlen aus diesem Film, von seiner Geschichte. Die Szene direkt nach dem Morgen, nachdem er sein Interview mit dem Guardian gemacht hatte, sieht man ihn in seinem Hotelzimmer sitzen um 21:45 und er geht auf und ab, guckt in den Spiegel, überlegt, wie er sein Gesicht verändern könnte. Soll ich meine Haare färben? Soll ich meine Haare schneiden oder Sonnenbrille aufsetzen? Und guckt in einen Spiegel und hat einen Regenschirm. Und dann klingelt das Telefon und er spricht mit jemandem und er sagt, okay, gut, ja. Bist du ganz sicher? Denn ich kann meine Sachen nehmen und einfach rausgehen. Und man hört die andere Seite von diesem Gespräch nicht. Aber in Wirklichkeit war der Mann am anderen Ende des Telefons. Der ist heute hier und wir werden von ihm hören. Und dann sieht man, wie er auflegt und steht einfach nur da. Und man sieht ihn und ich hab gedacht, warum steht er einfach nur da? Dieser Mann ist gesucht, die Polizei jagt ihn und die CIA und alle jagen ihn. Meine Kollegen, viele hundert Journalisten kommen alle nach Hongkong und suchen nach Edward Snowden und er steht einfach nur da und bewegt sich nicht. Und das Nächste, was man sieht, ist, dass sich die Tür öffnet und es geht aus dem Hotel raus. Und in der nächsten Szene in Citizen 4 ist tatsächlich zwei Wochen später. Citizen 4 zeigt nicht, wo er sich in Hongkong versteckt hielt für zwei Wochen, bevor er in die Aeroflot-Maschine nach Moskau einstieg. Aber wir erzählen dir heute. Und wie hat er das gemacht? Und ich würde gerne auf der Bühne begrüßen den Mann, der Edward Snowden versteckt hielt für zwei Wochen, während die ganze Welt ihn gejagt hat. Okay, also natürlich, die einfachste Frage für mich war, wo warst du an dem Montagmorgen am 10. Juni 2013, wenn Edward Snowden der am meisten gesuchte Mann auf der Erde war? Und das war am 10. Juni für eine Zeit, wie jeder weiß, ein unbekannter Angestellter des US-Governments hatte Informationen weitergegeben, wie seine Regierung spioniert. Und um 6 Uhr morgens läutete mein Telefon und ich war müde. Es war Montagmorgen. Und ich habe das Telefon beantwortet. Am anderen Ende war ein Hilferuf, eine Anfrage nach Hilfe. Und er erklärte mir, er war Edward Snowden und dass es ein Video von ihm gab und ein Interview mit dem Guardian. Und es wurde im Fernsehen gesendet und in dem Moment sprang ich aus dem Bett und habe geduscht und habe meinen Anzug angezogen, meine Aktentasche genommen und bin ins Auto gegangen und gefahren, zu der Fähre gefahren. Ich lebe auf einer Insel und das war das Schnellste, um
auf diese Insel zu kommen. Und Lantau, die Lantau-Insel, das ist eine Hochgeschwindigkeitsfähre von Hongkong nach Hantau. Und Zeit war ein entscheidender Faktor als ein Anwalt. Hier war ein Mann in unmittelbarer Gefahr und er war der am meisten gesuchte Mann auf dem Planeten. Das heißt, es war wichtig, dass ich so schnell wie möglich Kontakt mit ihm aufnehmen konnte. Also, meine Aufgabe ist einfach, wie versteckt man den am meisten gesuchten Mann? Wo versteckt man ihn? Was ging dir durch den Kopf? Das Erste, was ich machen musste, war, ich musste eben Kontakt mit ihm aufnehmen. Und in Hongkong war ein weiterer Anwalt, der bei mir war. Und das Erste, was wir machen mussten, war, aufgrund der Sachen, die er getan hatte, das war ein Akt politischer Meinungsäußerung, was er getan hatte. Das heißt, wir mussten zu dem UN-Flüchtlingskommissar bringen, sodass er politisches Asyl kriegen konnte. Und das war die erste Verteidigungsstrategie. Wenn Snowden verhaftet würde, dann wäre es sein Flüchtlingsstatus, der ihn dafür schützen würde, aus Hongkong gebracht zu werden. Und das haben wir gemacht. Und wir sind zum UN-Flüchtlingshochkommissariat gegangen. Und in dem Film Citizen 4 sieht man meinen Kollegen Jonathan Mann, einen Anwalt. Und ich telefoniere mit Snowden und ich sage ihm, mach dir keine Sorgen, Jonathan Mann weiß, wo er dich hinbringen muss. Und wir gehen zum Vereinten Nationen Flüchtlingshochkommissar. Und Snowden hat gesagt, dass er ein Flüchtling ist beim UNHCR. Und der nächste Schritt war dann, dass wir Snowden in den Untergrund bringen mussten. Und wir machen uns Sorgen, dass die Medien uns finden würden. Wenn die Medien ihn finden würden, dann würden die Autoritäten von Hongkong ihn auch finden. Und Amerika würde dann wissen, wo er ist. Und unsere größte Angst war, dass die amerikanische Regierung oder eine andere Regierung ihn illegal aus dem Land schaffen würden. Und mein Ansatz war, Snowden war ein Flüchtling in diesem Moment, ein Asylbewerber. Und ich habe ganz viele Mandanten, die Flüchtlinge sind. Das heißt, das machte Sinn in diesem Fall, dass er jetzt ein Teil der Flüchtlingsgemeinschaft war. Und der zweite Grund war, Asylbewerber in Hongkong sind eine Randerscheinung und an den Rand gedrängt. Und die sind Unberührbare quasi in Hongkong. Das sind die am geringsten geachtete Gruppe in Hongkong. Das heißt, ein Mann seiner Intelligenz und seines Status und seiner Erfahrung und ihn zusammen mit der Flüchtlingsgemeinde in Hongkong zu bringen, zum größten Teil aus Südostasien, das würde der allerletzte Ort sein, wo nach ihm gesucht würde. Das heißt, wir haben ihn untergebracht bei einer Flüchtlingsfamilie. Und der zweite wichtige Aspekt war, ich wollte, dass Snowden mitten in der Stadt war. Niemand würde damit rechnen, dass er ganz offen versteckt war. Und der dritte Grund war, dass Snowden Zugang brauchte zu Wireless. Und wir haben ihn untergebracht bei einer Gruppe Flüchtlinge und einer Gruppe Asylbewerber. Und währenddessen war Snowden untergebracht und wir konnten uns um ihn kümmern. Und wir werden euch jetzt die Flüchtlinge vorstellen, die Snowden untergebracht haben. Wir haben Bilder von ihnen. Wer ist das? Das ist einer meiner Mandanten. Das ist Herr Ajib. Und er ist ein ehemaliger Soldat in der Armee von Sri Lanka. Und er ist... Ja, das war vor 20 Jahren. Und er ist ein ganz außerordentlicher Mensch. Und er wurde gefoltert. Und er sollte umgebracht werden. Und am Ende floh er aus Sri Lanka. Und ich habe ihn gewählt, um Mr. Snowden zu helfen, weil Ajif eine ganz besondere Fähigkeit hat, sich zu bewegen, sich unerkannt zu bewegen und Leute an andere Orte zu bringen.
Und es ist eine ganz außergewöhnliche Fähigkeit. Man weiß nicht, ob er da ist oder ob er da ist. Man ist ein ganz außerordentlicher Mann. Und er war der eine, dem ich vertrauen konnte, dass er uns helfen würde, Snowden zu befördern. Und ja, jetzt die NSA und alle anderen haben ihn gesucht und dieser Mann hat ihn beschützt. Das Traurige an dieser Geschichte ist, dass Ajib seit 12 Jahren ein Asylbewerber ist. Er wurde in Sri Lanka gefoltert, vom Militär gefoltert, er ist geflohen und sein Asylantrag ist immer noch in Bearbeitung und wir haben noch ein Bild von ihm. Und hier lebt Ajib im Moment und es sind etwa nur wenige Quadratmeter, keine Fenster. Und eins wollte ich noch sagen, dass in Hongkong Asylbewerber nicht arbeiten dürfen. Die Regierung kümmert sich nicht um ihre Grundbedürfnisse. Und wenn sie arbeiten, dann können sie für 2 Jahre ins Gefängnis gehen. Das heißt, Ajif ist jetzt seit er in Hongkong ist, haben sie ihn einfach sitzen lassen. Und wie sie diesen Mann behandelt haben und auch die beiden anderen Familien sind unter anderem Verletzungen von einem Artikel von Menschenrechten. Und es ist eine unmenschliche Weise, jemanden zu behandeln. Und Ajif hat trotzdem in Hongkong überlebt. Und der andere Aspekt, ein anderer Grund, warum ich mich an meine Asylbewerber gewandt habe, weil ist, dass alle aus ihren Heimatländern geflohen sind und um ihr Leben gerannt sind. Und als ich Snowden gesehen hatte, getroffen hatte, wusste ich, dass er auch einer davon ist. Als diese geflohen sind, mussten sie sich auf ihren Mann verlassen, der ihnen helfen würde, nachdem sie aus ihrem Heimatland geflohen sind. Und diese Asylbewerber helfen anderen, die in derselben Situation sind. Und ich weiß, dass ich mich auf meine Mandanten verlassen kann. Und wenn ich sie um etwas bitte, dann weiß ich, dass sie es tun will, dass sie es tun werden. Ja, das ist eine ganz außergewöhnliche Erfahrung. Ich habe Ajif getroffen vor 6 Monaten. Und als ich ihn gefragt habe, warum hast du Edward Snowden geholfen? Du hast selbst genug Probleme und dieser Mann wurde von den mächtigsten Ländern und Organisationen der Welt gesucht. Und er hat nur gesagt, natürlich habe ich ihm geholfen. Er war ein Flüchtling. Ich war ein Flüchtling. Natürlich habe ich ihm geholfen. Und das ist das nächste, die nächsten Gastgeber von Snowden. Dies ist die zweite Familie. Der Herr hier ist Supun Kalapata. Und das ist sein Partner Nadika. Sapun ist aus Sri Lanka, Singalese, und er ist wegen politischer Verfolgung aus Sri Lanka geflohen. Und sein Partner Nadika ist auch aus Sri Lanka geflohen wegen Geschlechterverfolgung. Und in Sri Lanka Verfolgung aufgrund des Geschlechts ist dazu gehört Vergewaltigung und Menschenhandel und manchmal auch Sklaverei. Und das sind ganz außerordentliche Menschen. Sipun vor über 10 Jahren, Nadika vor mehr als 7 Jahren. Und ihre Kinder wurden beide in Hongkong geboren. Und eins möchte ich noch betonen, die beiden Kinder haben keine Staatsangehörigkeit. Und die Regierung von Hongkong verweigert denen aus rechtlichen Gründen irgendeinen Status in Hongkong. Das ist der Ort, wo sie leben. Und gerade jetzt hat die Regierung von Hongkong für das kleine Mädchen nichts gemacht und sie bekommt keine Ausbildung, keine Bildung. Und ich, aber jetzt
werde ich später noch weiter darüber sprechen, wie wir als Anwälte diesen helfen können, dass sie nicht ganz verzweifelt sind. Wir haben noch ein Bild. Ja, hier leben sie. Und sie leben in einer der ärmsten Gegenden von Hongkong. Und es sind 150 Quadratfuß Apartment. Und was ich noch sagen wollte, ist, das System, nach dem Asylbewerber beurteilt werden, ist so unfair, dass die Rate der akzeptierten Asylanträge ist 0,36%. Also effektiv werden alle, die Asyl beantragen in Hongkong, abgelehnt. Und diese drei Familien, deren Anwalt ich bin, und deren Fälle werden auch abgewiesen, weil das System einfach so unglaublich unfair ist. Und das sind die, und dies ist der vierte Flüchtling, der auch Edward Snowden beherbergt hat. Und hat ihm sogar einen Geburtstagskuchen gebacken für seinen 30. Geburtstag. Und ihre Tochter hat Happy Birthday gesungen für Edward Snowden. Das ist Vanessa. Sie ist von den Philippinen. Auch sie wurde wegen ihres Geschlechts verfolgt und ist nach Hongkong geflohen. Und sie ist die vierte Erwachsene oder vierte Familie, die Mr. Snowden beherbergt hat. Ja, das ist ihre Tochter, Kiana. Und eins möchte ich noch erwähnen. Seit ihre Identitäten der Öffentlichkeit bekannt geworden sind, hat die Regierung von Hongkong gezielt ihnen Fragen gestellt über Snowden. Und als sie sich geweigert haben, diese Fragen zu beantworten, hat die Regierung alle Hilfe eingestellt und sie bekommt keine Unterstützung für Lebensmittel oder Miete oder Bildung für ihre Tochter. Sie bekommt einfach gar nichts mehr, nur weil sie keine Fragen über Snowden beantworten wollte. Und das bist du und sie. Und ich habe diese Familien besucht im Sommer. Und kurz vor dem Film von Oliver Stone, bevor der Film rauskam, haben wir die ganze Geschichte veröffentlicht im Handelsblatt. Und ja, gute und schlechte Sachen sind passiert. Es gab ganz viel Hilfsbereitschaft, ganz viele Anrufe und E-Mails von der ganzen Welt von Leuten, die spenden wollten für diese Familien. Und das ist der Film. Und natürlich war ich gar nicht darauf vorbereitet als Journalist. Bekomme ich normalerweise keine Anrufe von Leuten, die spenden wollen. Und das war im Sommer. Und das war im Juli dieses Jahr und ich habe Mr. Snowden in Moskau besucht und kurz bevor der Film Snowden rauskam. Aber ungefähr um diese Zeit habe ich mit Snowden die Situation diskutiert, dieser drei Familien, denn in diesem Snowden-Film kommen sie vor. Und wir haben die Entscheidung getroffen und die Mandanten ihnen wurde gesagt, sie sollten sich schützen. Und sie sollten wirklich der Öffentlichkeit vorgestellt werden, bevor der Film rauskam, sodass die Öffentlichkeit weiß, wer sie sind und was sie für Snowden getan haben, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit einfach weiß, was für Menschen das sind. Und Mr. Snowden hat das vollständig unterstützt. Und Snowden hat sich Sorgen gemacht um meine Mandanten und hat sie auch finanziell unterstützt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine GoFundMe-Kampagne für ein Crowdfunding. Und ja, das ist die Webseite, um Spenden zu sammeln. Und warum haben wir diesen Artikel gedruckt? Erstmal war es eine noch nicht erzählte Geschichte. Für 3 Jahre sind diese Leute leise geblieben und haben nichts gesagt, weil haben geschwiegen,
weil sie sich darauf eingelassen haben als Flüchtlinge. Und dann kam der Film raus. Und wenn ihr den Snowden-Film seht von Oliver Stone, das ist ein aufregender Film über die Leute, die Leute, die sein Leben tatsächlich geändert haben, kommen für 60 Sekunden in diesem Film vor. Und hier ist das just nur eine braune Masse von Leuten und dann sind sie schon wieder weg. Und es wäre gut, die ganze Geschichte zu erzählen. Snowden selbst war überrascht, als wir ihm das gesagt haben. Und er hatte keine Ahnung, dass diese Leute, die sein Leben gerettet haben, dass sie immer noch da sind, wo sie vor 3 Jahren waren. Und er hat gefragt, warum sind die immer noch Flüchtlinge? Und ja, das ist wirklich eine gute Frage. Und die Antwort ist, die Hongkonger Regierung erlaubt nicht, dass sie arbeiten oder ausreisen. Und sie müssen ihr schreckliches Dasein weiter so fristen. Und diese Webseite GoFundMe wurde gemacht, weil so viele Leute helfen wollten. Und hier könnt ihr sehen, irgendwo an der Seite, auf dieser Webseite sind 700 oder 800 Leute haben hier gespendet. Und ja, das ist das Gute, was passiert ist. Und das Schlechte ist, dass die Regierung von Hongkong, als sie rausgefunden haben darüber, haben sie das Geld für die Familien gestrichen, die Unterstützung, die Familien erhalten. Und das ist jetzt sind diese Spenden das Einzige, was sie haben. Und es gibt aber jetzt wieder Hoffnung. Es gibt eine zweite Website. Das ist auch ein Fundraiser. Und vielleicht wollt ihr über die Anwälte reden, die versuchen, diesen Leuten ein besseres Dasein zu verschaffen. Und mit dieser GoFundMe-Seite konnten wir das Geld, was wir gesammelt haben, für die Grundbedürfnisse der 3 Familien aufbringen. Und das hat auch viel Sicherheit gebracht für ihr Leben. 3 Anwälte von Montreal und Quebec, aus Quebec. Und ich arbeite mit 3 Anwälten, die ich kenne. Und 3 Anwälte in Montreal haben diese Kampagne aufgesetzt. Und sie unternehmen auch Anstrengungen, mit der kanadischen Regierung zu sprechen, Kanada dazu zu bewegen, diese 3 Familien aufzunehmen. Das sind 7 Leute und es ist kein großes Problem für die kanadische Regierung, die aufzunehmen. Das kanadische GoFundMe, diese Fundraiser-Seite, hat mehr Geld gebracht. Und das ist der zweite Kanal und das ist in Kanada und auf Kanada konzentriert, wo wir versuchen, noch mehr Geld für die Familien aufzubringen, dass wir sie in Hongkong unterstützen können. Aber wir hoffen, dass die kanadische Regierung, und wir finden, dass die kanadische Regierung Schritte unternehmen sollte, sie nach Kanada zu bringen. Nicht um einen Präzedenzfall zu schaffen, aufgrund dessen, dass diese besonderen Leute einen Whistleblower geschützt haben. Und viele Leute wollen nicht spenden aus Angst, dass die US-Regierung sieht, dass sie gespendet haben an diese Familien. Diese 3 Familien sind unschuldig. Sie haben kein Verbrechen begangen. Sie haben nichts falsch gemacht und sie haben Snowden geholfen in gutem Glauben und sie haben keine Gesetze gebrochen. Und ich möchte noch betonen, als Mr. Snowden in Hongkong war, war er niemals ein Flüchtling nach Hongkong-Gesetzen. Die amerikanische Regierung hat niemals verlangt, dass er unrechtmäßig verhaftet würde. Und diese Leute brauchen Unterstützung und sie brauchen öffentliche Unterstützung und sie brauchen finanzielle Unterstützung. Und ich möchte euch alle bitten und ich möchte, dass ihr alle auch das weitergebt und weiterfragt und sagt, dass die Öffentlichkeit weiß, wer diese Leute sind. Und dass sie Unterstützung und Spenden brauchen. Okay, wenn alle hier einfach sofort was spenden, ihr habt alle eure Telefone da, wenn ihr über Twitter und Facebook und alles weiterverbreitet, das wäre wunderbar.
Und wir werden jetzt versuchen, mit uns über Skype mit einem anderen Flüchtling zu verbinden. Sie ist immer noch wach. Es ist schon nach Mitternacht, aber wir versuchen es mal trotzdem über Skype hier und könnt auch Fragen stellen. Hoffentlich funktioniert das. Das wird Vanessa sein von den Philippinen. Ja. Ja, während Hallo. That's not her. Das ist sie gar nicht. We don't know who that is. Wir wissen nicht, wer das ist. Wir versuchen es nochmal. Während wir warten, das dauert alles etwas länger, als wir dachten. Ich könnte jetzt meinen Vortrag halten über seine aktuelle Situation und seine Anklage nach dem Espionage Act. Und ich hoffe, das wird interessant sein, aber mit so wenig Zeit ist es vielleicht wichtiger, den Leuten, die ihm geholfen haben, in Hongkong eine Stimme zu geben. Und das heißt, wir überspringen jetzt meinen Part und wir machen Fragen und Antworten mit Vanessa Onbar. Vielen Dank. Ja, wir versuchen nochmal, sie zu erreichen. Vielleicht gibt es zwischendurch eine Frage. Ja, es sind Mikrofone da. Etwas improvisiert alles, okay. Wir versuchen nochmal mit dem Anruf. Nicht enden wollende technische Probleme hier. Ist das Murphy oder? Ja, okay. Ich glaube, wir können jetzt mit Fragen anfangen für unsere drei Referenten hier. Also bitte, wenn ihr eine Frage habt, bitte an den Mikrofonen anstellen. Wir haben überall im Raum verteilt Mikrofone, vier rechts und vier links, oben auf der Galerie auch. Und ich fange mal mit dem Signal an, okay. Dem Signalengel. So, Moment, vielleicht haben wir eine Verbindung jetzt. Jetzt bitte Signalengel die Frage. Okay, danke. Wir haben einige Diskussionen im IRC über Fundraising, über die Fundraising-Plattform, denn die behalten einen großen Anteil von 20%. Also warum habt ihr diese Plattform genommen? Ja, aber die Verbindung steht. Ich glaube, jetzt gehen wir doch erstmal zu Vanessa. Erst vielleicht die Frage beantworten oder Fundraiser oder GoFundMe, welche? Es gibt wirklich nicht so viele Möglichkeiten. Das eine, was ich nochmal betonen muss, ist, dass die einzigen Gruppen, die Geld von Spenden nehmen, sind die Plattformen oder PayPal und die Banken. Und für die wirklich das administrieren und wirklich die Anwälte in Montreal und ich in Hongkong, 100% des Geldes, was wir kriegen, wird weitergegeben. Wir nehmen keine Gebühren
für Rechtsberatung oder für Verwaltung. Wir nehmen nichts und wir zahlen die Bankgebühren. Was ist das? Was? Also nicht alle, die, also es kennen sich nicht alle so genau aus mit den rechtlichen Fragen, und vielleicht können wir das später diskutieren. Ich war früher chemischer Ingenieur und ich kenne mich mit Technik ein bisschen aus, aber die drei Anwälte in Montreal haben einen Bitcoin-Account, und da kann man dann direkt auf der GoFundMe-Seite steht, wie man auch direkt Bitcoin spenden kann. Und was wir gemacht haben, ist, Snowden hat getweetet, dass der Fundraiser-Account Weihnachten und sofort haben Leute gesagt, können wir bitte auch Bitcoin machen, und ja, und das geht jetzt. Also ich glaube, wir gehen jetzt, begrüßen jetzt unseren Gast hier. Ihr könnt direkt, wenn ihr dort in die Kamera guckt, dann sieht sie, dass ihr sie direkt anguckt. Ja. So, kannst du mich hören? Hallo, guten Abend. Ja, Vanessa, du hast hier ganz viele Fans in Hamburg. Vielen Dank. Willst du vielleicht kurz beschreiben, deine ersten 5 Minuten, nachdem du Edward Snowden getroffen hattest? Wie war das? Ich glaube, das würden alle gerne wissen. Jetzt. Ja. Als ich ihn zuerst getroffen habe, da wusste ich nicht, wer Mr. Snowden ist. Er war sehr aufgeregt und er brauchte Hilfe und er musste irgendwo wohnen. Und mein Anwalt hat gesagt, der Mann hat an meine Tür geklopft, und ich habe nicht zweimal nachgedacht, ihn in mein Haus aufzunehmen. Und ich bin sehr glücklich und ich bin sehr glücklich, dass ich Edward Snowden helfen konnte. Und ich bin meinem Anwalt sehr dankbar. Und er hat 60 Mandanten, und er hat mir vertraut, dass Snowden bei mir wohnen könnte. Und ich bin Edward Snowden auch sehr dankbar, weil er das zu schätzen wusste, dass er sich verstecken konnte bei mir. Okay. Und jetzt, ja. Und wer möchte gerne eine Frage stellen? Und Snowdens Schutzengel in Hongkong. Wir haben jetzt die Möglichkeit, für das Publikum Fragen zu stellen oder die Signalengel. Und wenn irgendwelche Fragen sind, bitte ans Mikrofon. Und oder gibt es etwas von den Signalengeln? Hallo? Signalengel wollen nicht. Vielleicht, wenn es noch keine Fragen gibt oder vielleicht keiner sich traut, dann würde ich gerne was fragen. Nämlich, wie ist deine Situation jetzt, wenn du zurückblickst auf dein Treffen mit Snowden, was deine Erfahrungen waren und wie es dir jetzt geht? Wie hat sich deine Situation vielleicht verändert durch die Situation, die dich so aus dem Nichts getroffen hat? Meine Situation ist, es ist immer noch ganz schwer in Hongkong, und die Hilfe
in Hongkong. Und die Regierung hat meine Unterstützung gestoppt. Das heißt, ich bekomme überhaupt keine Unterstützung. Ich habe nur die Spenden. Und in meinem Fall, die Regierung von Hongkong hat einen Fall eröffnet letzten Monat und jetzt ist sie aktiv und sie wollen, ich weiß, dass sie meinen Fall ablehnen wollen und sie wollen mich auf die Philippinen zurückschicken und das ist nicht gut für mich und ich mache mir große Sorgen und ich bin sehr enttäuscht von der Regierung in Hongkong und sie sind sehr grausam und sie verstehen nichts von mir und meiner Familie und ich mache mir große Sorgen. Vielen Dank. Und da ist am Mikrofon bitte eine Frage. Hallo. Ich habe mich gefragt, wann ist dir aufgegangen, worauf du dich eingelassen hast und wann hast du gemerkt, wie schwerwiegend diese Situation ist? Ich stelle mir vor, dass es wirklich schwierig war am Anfang, aber jetzt im Nachhinein war das ja eine Riesensache. Ja. In welchem Punkt hast du festgestellt, was für eine große Sache das war? Ich habe das gemerkt, dass das was Großes war, weil jetzt die Regierung von Hongkong, sie wollen jetzt insbesondere mit meinen Anwälten. Und die Einwanderungsbehörde wollten die Fälle bearbeiten und mein Fall und andere. Und ich glaube, das ist für meinen Anwalt auch sehr schwer. Und ich habe Sie wollen mich in die Philippinen zurückschicken und jetzt habe ich auch keine Unterstützung von der Regierung und es ist sehr schwer für mich. Und die behandelt mich sehr unfair und ich bin abhängig jetzt von den Spenden und es ist sehr schwer für mich. Vielleicht kann ich etwas helfen mit dieser Frage. Und Vanessa, die Frage war, und natürlich habe ich dasselbe gefragt, und in der Nacht, als sie Snowden traf, wusste sie nicht, wer Edward Snowden war. Er war einfach nur ein Weißer, der vor ihrer Tür stand. Und sie hat ihn reingelassen und hat ihn in ihrem Bett schlafen lassen. Und sie hat auf dem Boden geschlafen, weil es nur ein Bett gab. Und am nächsten Morgen hat Edward Snowden sie gebeten, eine Zeitung zu bringen. Ich glaube, Vanessa, als du die Zeitung gekauft hast, vielleicht, das war vielleicht, was die Frage war. Und sobald du die Zeitung gekauft hattest, und an dem Morgen, das war die Erfahrung an dem Morgen, was hast du gedacht, als du die Zeitung gesehen hast? Vanessa? Yes. When was the first time? Wann hast du zuerst gemerkt, wie groß der Snowden-Fall war? Wann hast du das gemerkt? Ich glaube, als am nächsten Morgen. Ich habe eine Zeitung besorgt und das war Juni 2013, richtig? Ja, Juni 2013. Und was passierte im Juni 2013, als Edward Snowden bei mir gewohnt hat? Am nächsten Morgen hat er mir gesagt, dass er eine englische Zeitung braucht. Also habe ich eine englische Zeitung gekauft. Und
Und ich war überrascht, war wirklich schockiert, dass der Mann, der bei mir übernachtet hat, der meistgesuchte Mann der Welt war und dass er in allen Zeitungen war. Und ich war wirklich schockiert, dass dieser Mensch bei mir in meinem Haus ist. Also, ja, was hast du danach gemacht? Was hast du danach gedacht? Ich habe gedacht, dass ich vielleicht vorsichtig sein muss. Und meine Anwälte haben mir gesagt, sprich mit niemandem. Und das ist die wichtigste Regel. Und lass niemanden in dein Haus. Und ich muss wirklich vorsichtig sein, weil dieser Mann jetzt bei mir wohnt. Und niemanden ins Haus lassen. Und wolltest du Snowden immer noch helfen in dem Moment? Ja, ich wollte ihm immer noch helfen, weil er nirgendwo bleiben konnte. Und er brauchte meine Hilfe. Und ich glaube, das konnte ich für ihn. Das war das, was ich für ihn tun konnte. Ich glaube, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Nummer 5, bitte. Dort hinten. Hallo. Vielen Dank für alles, was du für Edward Snowden getan hast. Und ihr habt gesagt, dass ihr seinen 30. Geburtstag zusammen gefeiert habt. Und es gab irgendwas von dem Geburtstagskuchen. Was war das? Oh, ja. Ich habe einen Anruf bekommen, dass... ich hatte einen Kuchen und ich wusste nicht, dass sein Geburtstag ist und habe gefragt, warum ist sein Kuchen? Und er hat gesagt, das ist Edward Snowdens Geburtstag. Und ich hatte einen Kuchen und ich habe gefragt, oh, ist heute dein Geburtstag? Und er sagt, ja. Und meine Tochter und ich haben mein Lied für ihn gesungen. Und wir haben die Kerzen ausgepustet und ich habe ihm gesagt, oh, das tut mir leid, heute ist dein Geburtstag, aber ja. Noch eins vom Signalengel. Danke, Vanessa, eine Frage für dich. Wahrscheinlich musst du um deine eigene Familie fürchten. Schließlich, würdest du das nochmal machen? Ja. Mikrofon 2, bitte, hier vorne. Ich möchte nur einmal kurz die Regel brechen, dass es nur Fragen geben soll. Wirklich nur Fragen. Und ich wollte einfach nur Danke sagen. Nicht nur dafür, dass du Mr. Snowden beherbergt hast, sondern auch, dass du heute hier bist und dass diese Geschichten jetzt ein Gesicht haben. Und das ein Gesicht, was wir sonst oft nicht sehen. Und viel von dem ersten Teil wussten wir schon, aber es war großartig, weil Edward Snowden wichtig ist und großartige Sachen gemacht hat. Aber der Rest der Geschichte, den wir heute gehört haben, ist fantastisch. Vielen Dank, vielen Dank. Danke, ich kann es verstehen, aber bitte Fragen. Nummer 4, ja? Außer dass ich meinen Respekt bezeugen möchte, ich habe eine Frage, liebe Vanessa und die anderen Gastgeber. Habe ich das richtig verstanden, dass die Regierung von Hongkong nicht erlaubt, dass du irgendwo anders hinreist, außer zurück in dein Heimatland? Gibt es irgendwas, was Regierungen anderer Länder tun könnten, um dich in einem anderen Land aufzunehmen? Das sieht so aus, als wärst du gerade gefangen in Hongkong. Dass du nur in Hongkong und in deinem Heimatland sein kannst.
Ja, das ist definitiv so. Was nötig ist, ist wirklich öffentliche Unterstützung und laute öffentliche Unterstützung. Auf Facebook Gruppen machen und lokale mit der eigenen Regierung sprechen. Es gibt keinen Grund, warum nicht zum Beispiel die kanadische Regierung das machen könnte. Die deutsche Regierung konnte diese Entscheidung nicht treffen für sieben. Neben Millionen anderen Asylbewerbern. Und das ist alles, was nötig ist, denn die sind hier einfach gefangen in Hongkong und sie haben praktisch keine Chance. Und was ich betonen will, ist, dass die Sri Lanka-Regierung, wenn die nach Sri Lanka zurückkehren, werden sie verhaftet auf dem Flughafen. Nach einem Antiterrorgesetz werden sie einfach verhaftet werden und es ist sicher, dass einige von ihnen gefoltert werden. Und Ajif wird mit Sicherheit zum Tode verurteilt als Soldat. Und Vanessa, der neue Präsident der Philippinen, hat schon bereits 6.000 Menschen außergerichtlich töten lassen und hat Konzentrationslager gemacht, um 3 Millionen Drogenabhängige auszulöschen. Und diese Familien sind zurückgeblieben. Und das kann ich nicht zulassen. Dadurch, dass ihr jetzt davon wisst und eure Kommunikationsmöglichkeiten, soziale Netzwerke, das ist wirklich das. Das könnte wirklich Druck auf Regierungen ausüben und aufbauen, dass die Regierungen endlich was tun. Die Fundraiser-Seite ist auf Englisch und Französisch. Und da steht ganz klar, was getan werden kann und was in Kanada gemacht wird. Und ich habe meine Mandanten gefragt, welche Möglichkeiten es noch gäbe, Asyl zu beantragen. Und alle haben gesagt, Deutschland. Das heißt, was die Fundraiser-Seite und die Facebook-Seite machen können, ist, was immer auch gemacht werden kann, das wissen wir wirklich zu würdigen und sonst auch noch Spenden aufzubringen, um sicherzustellen, dass sie eine Möglichkeit haben, gut weiterzuleben. Wir haben kaum noch Zeit, aber ich glaube, ich kann das noch ein bisschen ausdehnen. Ich möchte gerne noch, da steht jemand schon relativ lange, da bitte Mikrofon 1, bitte. Ja, ich möchte gerne von Vanessa wissen, dass sie, weil sie Snowden geholfen haben, welche Hilfe brauchst du und welche Hilfe kann die Welt oder können wir dir bieten? Was können wir für dich tun? Wenn Leute mir helfen wollen, dann hoffe ich und wünsche ich, öffnet eure Herzen und spendet über den Fundraiser und GoFundMe. Und das ist wirklich eine große Hilfe für uns. Und wir hoffen, dass wir 3 Familien in andere Länder schicken können, in ein neues Leben und in eine bessere Zukunft. Vielen Dank. Es tut mir wirklich leid. Ich bekomme Zeichen, dass wir es wirklich beenden müssen, sonst tun Sie mir was an. Vielen Dank für eure Präsentation. Vielen Dank, Vanessa, dass du hier sein konntest. Und es war wirklich wunderbar. Eine große Ehre für mich. Und bitte nochmal einen großen Applaus für Vanessa, Lena Rohrbach, Sönke Iversen und Robert Tibble. Vielleicht könnt ihr Vanessa mit der Kamera gerade zeigen, was hier im Saal passiert.